next time. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Skyrim. Wir hatten jetzt zuletzt einen Auftrag oder eine Quest bekommen, die wir jetzt abarbeiten. Und sorry, falls ich vielleicht ein bisschen genervt sein sollte, weil mein Headset einen Wackelkontakt hat. Weiß nicht wo genau. Oder irgendwo einen andeutenden Kabelbruch. Dass ich vielleicht ein bisschen gereizt werde dadurch. Aber gut. Also, entweder wir gehen hoch zu den Graubärten. Oder... Feuerschleier Hügelkrabber, das... Ja, oder das Feuerschleier Hügelgrab. Ich glaube, das machen wir auch... mal eben hier... So. Dann kurz raus haben. Dann machen wir dann... Ja, gucken das Feuerschleier Hügelgrab. Und dann, haben wir das dann auch hinter uns, weil das, ja, direkt um die Ecke ist, ne? Ist hier auf jeden Fall schon mal das Schwert. Ist das eine dieser alten Ruinen? Ja. Wir wissen ja nicht, wie, was wir uns noch hier so erwarten können am Eingang. Aber alles clean. Liegt soweit nichts. Nichts, was uns von Nutzen sein könnte. Ja, ich setze mal hier nochmal die Tastatur ein bisschen. So. Ein bisschen darüber schieben. So, dann müssen wir hier runter und aufpassen, dass jetzt hier nicht was hochkommt. Hochkommt. Aber ich sehe da schon einen Kameraden, der uns dort auflauert. Deshalb würde ich sagen, aber eigentlich. Ach, wir haben eine neue Stufe noch. Würde sein, dass wir noch auf Gesundheit gehen. Sorry, wenn ich noch ein bisschen abwesend bin, aus Gründen. Talent. Da wir Einhandwaffen verwenden. Doppelwürfel. Haben wir nicht. Oh. Können wir. Nein, hier können wir nichts drauf machen. Drei Kolben haben wir auch nicht. Aber kritischer Schaden, das könnten wir machen. Und das wäre angebrachter. Gut. Dann wollen wir mal den Kameraden da aus seinem Schlaf da rausgehen. Oh. Was war das denn? Nein, wir gehen nicht. Okay, dieser Kamerad ist... nicht zum Wiederbeleben, aber okay. Was hätten wir hier? Vorzeitaltern. Entschuldigung. Eigentlich kenne ich normalerweise die Aufnahme nicht, aber ich bin müde. Arg geschuftet und ja.
Illusionszauber verbessert auf Stufe 16. Das ist gut. Das Buch können wir mitnehmen. Dann haben wir noch ein bisschen was zu lesen, wenn wir eine Lesestunde einlegen. Also ich sollte ja den Hebel umlegen. Vielleicht. Aua. So. Aua. Das tut doch weh. Er ist links rum gegangen. Dann gehen wir auch mal links. Okay. Boah, du Scheiß. Scheiß. Du. Penner. So. Hospice. Nein, das ist. Ist zwar wirkt voll, aber. Nein. Nicht Geld. Oder nicht? Ah, okay. Wie viele Seiten hat das? Na gut, lese ich das auch noch durch. Morgenstern. 4A. 4A200. Ich habe mein Lager im Inneren des Hügelgrabs aufgeschlagen. Das muss der Ort sein. Allen meinen Nachforschungen zufolge muss sich die Grabkammer hier befinden. Jetzt brauche ich nur ein wenig Zeit, um ungestört nach der Klaue suchen zu können. Sie muss hier irgendwo verborgen sein. 25. Morgenstern, 4A200. Das war eine knappe Sache heute mit diesem Schwachkopf Wilhelm. Er stand kurz davor, das Hügelgrab zu betreten, doch konnte ihn verscheuchen, indem ich mit ein paar Tonscherben in einem Beutel klapperte. Okay. Diese Leute sind viel zu abergläubisch. Das bringt nicht auf mich auf eine Idee. Der scheint ja richtig gewieft gewesen zu sein, aber frage mich, wieso er das getan hat. Moment, bevor ich jetzt weiterlese, nehme noch einen Schluck aus der Flasche. Weil wenn man krank ist oder leicht noch kränkelt und seit Wochen gefühlt. Ja. Halt. Ich möchte bitte auf Bein. Danke. 28. Morgenstern. 4A200. Nach einigen Fehlschlägen ist es mir gelungen, eine Mixtur zu erstellen, die funktionieren sollte. Der Schimmer ist perfekt. Ich sollte genauso aussehen wie einer der Geister, von denen die Bewohner von Inverstadt glauben, dass sie in diesem Hügelgrab spuken. Ich werde es morgen ausprobieren. Das erklärt einiges. 29. Morgenstern, 4A200. Erfolg. Es hat besser geklappt, als ich mir hätte träumen lassen. Ich muss es lediglich nachts vor dem Eingang zum Hügelgrab herumwandeln und mit den
armen Fuchtel. Ich hätte beinahe laut losgelacht, als sie weggerannt sind. Das sollten sie fernhalten. Er wollte also, dass alles, was in diesem Hügelgrab eigentlich ist, Gesicht beanspruchen. So wie ich es bis jetzt herausgelesen habe. Während ich meine Suche nach der Klaue fortsetzte. Achso. Das gehört auch dazu. Achso, okay. Während ich meine Suche nach der Klaue fortsetzte. Ja, gut. Er hat ja halt eben die Klaue gesucht. Okay. Er wollte wahrscheinlich dann auch das Flügelgrab dann dementsprechend dann auch öffnen. F der Herzfeuer 4200. Oder vierte Ära 200, keine Ahnung. Es ist fast ein halbes Jahr her. Was ist es denn eigentlich? Es ist fast ein halbes Jahr vergangen. Und noch immer gibt es keine Spur von der Klaue. Oder irgendwelche Hinweise auf ihrem Verbleib. Es ist zum Verrücktwerden. Ich muss hier sein. Sie muss hier sein. Ich kann es nicht riskieren, Hilfe anzunehmen. Also muss ich alleine weitermachen. 20. Sonnenuntergang 4. Sie ist nicht hier. Sie kann nicht hier sein. Das darf nicht sein. Es sind bestimmt die Leute von Überstadt. Sie müssen mich durchschaut haben. Und spielen nur mit mir. Sie wollen die Grabkammer selbst finden. Die Reichtümer für sich behalten. Dabei will er auch die Reichtümer für sich behalten. Ich glaube nicht, dass sie so gewieft oder zumindest die aus der Stadt, das dich haben wollen. Sondern einfach nur die Kammer beschützen wollen. Denke ich zumindest mal. 18. Abendstern. BL 200. Wieso? Wieso quälen sie mich? Wieso vernichten sie mich nicht einfach? Wer bin ich? Mein Verstand umwölkt sich. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muss mein Tagebuch lesen, um mir mein Ziel ins Gedächtnis zurückzurufen. Bin ich ein Teil dieses Grabs? Ist es meine Bestimmung, es zu beschützen? Was geschieht nur mit mir? Ein 1050? Also man merkt, ich glaube, dass sein Gebräu sein Gedächtnis Stück für Stück auslöscht. Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihr Verbrechen teuer bezahlen. All jene, die diese Mauer betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht. Ich bin der Hüter des Feuerschleierhügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Und das war halt eben dieser Typ. Aber wir sollten das ja auch mitnehmen. Ja. Und somit wäre die Aufgabe im Grunde abgeschlossen. Ich denke mal, wir gehen auch raus, denn ich möchte eigentlich nicht dadurch weitergehen. Das würde ich, wenn, dann vielleicht später machen. So, das hoch und das hoch. So. Er sagt mir nicht, ich bin hier auch noch eingeschlossen, ey. Hast du wenigstens noch was für nötig? Ja, danke. Okay. Wir müssen hier durch komplett. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir haben den Hauptpreis gewonnen.